Und jetzt zur Kunst. Die Freiheit der Kunst, das ist ein ganz hohes Gut. Wird in Deutschland vom Grundgesetz geschützt, Artikel 5. Ja, der Schutz der Tiere ist aber auch ein hohes Gut, wird in Deutschland garantiert, vor allem vom Tierschutzgesetz. Danach wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund quält oder tötet. Zwei Berliner Kunststudenten, die lassen jetzt beide Rechtsgüter frontal aufeinanderprallen. Sie haben im Internet abstimmen lassen, ob Norbert das Schaf im Rahmen einer Kunstaktion mit einer von ihnen selbst gebauten Guillotine geköpft werden darf. Dieses Schaf als Opfer der Kunst, Kopf ab quasi als Kunst-Happening. Einen Monat lang ließen die Meisterschüler der Berliner Universität der Künste online über das Leben von Schaf Norbert abstimmen. Die mediale Empörung und das Entsetzen bei YouTube und Facebook ließen nicht lange auf sich warten. Kunstvoll inszenierte Provokation oder geschmacklose Perversion. Die Künstler nennen es schlicht ein Experiment, um die Demokratie auf die Probe zu stellen. Ich würde mal sagen, so, das ist die kompakteste Reflexion über unsere Gesellschaft. Provozieren, Tabus brechen, Grenzen überschreiten, das gehört seit jeher zur Kunst. Doch in Zeiten, wo das Netz voll ist mit Gewalt und Sex, fällt es immer schwerer zu schockieren. Wie weit darf die Freiheit der Kunst gehen? Was ist überhaupt Kunst? Fragen, die sich Ausstellungsmacher Hans-Jürgen Haffner auch bei dem Berliner Projekt stellt. Es war irgendwie recht deutlich von Anfang an, dass es ums Erregen von Aufmerksamkeit geht. Und in dem Sinn, wie gesagt, ist das Unternehmen geglückt. In den 60ern schockierte Josef Beuys seine Zuschauer, als er einen toten Hasen in Szene setzte und ihm die Kunst erklären wollte. Christoph Schlingensief rief in seinen Kunstaktionen zum Mord an Helmut Kohl und Jürgen Möllemann auf. Die Freiheit der Kunst auf der einen und der Schutz des Lebens auf der anderen Seite. Fragen, über die auch Anwälte wie Inka von der Recke streiten müssen. So wurde einer Berliner Performance-Künstlerin kürzlich untersagt, Hundewelpen zu erwürgen, obwohl das Grundgesetz, Artikel 5, die Freiheit der Kunst garantiert. Welches Recht ist schutzwürdiger? Des Tierschutzes oder eben der Kunstfreiheit, wo man eben auch im Tierschutzgesetz dann Regeln findet, dass man eben nicht ohne vernünftigen Grund Tiere quälen darf, töten darf, ihnen Leid zufügen darf. Auch im Kampf um das Leben von Schaf Norbert gingen bei der Berliner Justiz Strafanzeigen ein. Trotzdem, die Abstimmung lief weiter bis zum Schluss. Das Leben des Schafs am Ende gerettet. Rund 4 Millionen Votes. 2,5 Millionen sagten Nein zur Schafstötung. Heute erklärten die Künstler in einer Pressekonferenz, sie hätten ohnehin nie ein Lebewesen gefährden wollen. Bleibt die Frage, warum das Ganze? Warum? Weil wir der Meinung sind, dass es Zeit ist, dass die Menschen auch mal wirklich reflektieren, dass sie mal wirklich nachdenken. Die Guillotine geht angeblich für 1,7 Millionen Euro an einen amerikanischen Sammler. Dann hätte sich die Aktion immerhin für die beiden Nachwuchskünstler bezahlt gemacht. Und die ganze Aufregung war umsonst, beziehungsweise Teil der Kunst. Ja, kann man darüber diskutieren. Was darf die Kunst, wie weit darf sie gehen, ist heute auch Thema in unserem Blog auf aktuellestunde.de.